Hallo zu einer neuen War Thunder Gastroplay-Folge von Neu 89. Hoffentlich habe ich den Namen jetzt richtig ausgesprochen. Mit dem KV-1B. Das war ja eigentlich, oder ist eigentlich immer noch, einer meiner Lieblingspanzer. Das war ja mal so ein Eventpanzer, den konnte man freispielen. Und es ist ja jetzt der KV-1 auf deutscher Seite. Auf 4.3 war er damals, aber ich glaube aktuell ist er sogar auf 4.0. Was mich natürlich freut, weil er war auf 4.3 schon sehr stark, zumindest wenn er auf 4.3 oder 4.7 unterwegs war. Auf 5.3 gegen so T-34, 85 und so war er damals schwer zu spielen. Aber auf 4.0 hat er keine Probleme mehr. Und ich glaube, dass er auch immer noch auf 4.0 ist. Haben länger nicht mehr gespielt. Gut, das eigene Team hat A schon eingenommen. Da ist schon so ein LKW nach vorne gerast. Oder Panzerwagen besser gesagt. LKW ist vielleicht eine Beleidigung dafür. Genau, also eigentlich die Deutschen und die Italiener gegen die Franzosen, die Russen, die Briten und die Amis. Ja, eigentlich gegen alles zu sagen. Da drüben kommt vielleicht noch irgendwo ein Japaner daher, aber es sieht eher nicht so aus. Nein. Ich glaube, drei, vier Italiener, der Rest ist deutsch. So, und jetzt dürfen wir mal gespannt sein, wie sich der KV-1B so schlagen wird. Hab ihn ja schon länger nicht mit Action geschehen. Da rast auch schon der erste Italiener vorbei. Und soweit ich weiß, ist ja das allererste Replay von Neuer 89. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Freut mich, dass immer mal wieder ein paar neue dazustoßen, mir Replays schicken. Und falls ihr auch noch irgendwelche Replays habt, dann dürft ihr mir sehr gerne schicken. Einfach an skuldo@web.de oder ihr schickt es mir einfach im War Thunder Forum oder im Checkpoint Charlie Forum. Je nachdem, oder auch über Discord, falls ihr in der Gruppe drin seid, ist mir eigentlich egal. Hauptsache, ihr schickt es an den Richtigen. Gut. Er schießt sogar erst auf den T-34, der gar nicht auf ihn geschossen hat. Aber da links ist auch ein KV-1 und das ist wieder ein bisschen schwierig, glaube ich, da durchzukommen. Weil wenn sich zwei KV-1 bekämpfen, das ist nicht sehr zielführend. Aber er ist gut versteckt, der KV-1, muss ich sagen. Nicht schlecht. Es hätte mir jetzt nicht gewusst, dass da ein Schuss daherkommt. Oh, was macht denn der T-34 da? Oh, Crusader. Aber das sollte ja kein Problem sein. Auhuhu. Jawohl, immer schön durch die Nebel noch erwischt. Der ärgert sich jetzt bestimmt ganz schön. Gut, da rechts ist noch der KV-1. Und er wird da wohl eher nicht durchkommen. Ich nehme alles zurück. Beim Fahrerschlitz geht alles durch. Sehr schön. Oh! Das könnte jetzt schmerzhaft werden, obwohl der Franzose kommt natürlich. Na. Und irgendwie hätte ich gedacht, der Franzose kommt jetzt irgendwie schneller rum. Aber hat. Anscheinend ist der leichte Franzosenpanzer nicht so beweglich wie dein schwerer KV-1. Sehr gut. Obwohl er noch in der vollen Fahrt war. Genau, den T-34 hat er wahrscheinlich gesehen, aber er ist stehen geblieben, wie man sieht. Jetzt fährt er wieder los. Oh, ein weiterer KV-1. Ey! Obwohl er so leicht angewinkelt war. Ey. Ja, nicht schlecht, ne? Und zack, schon 6 Kills. Und man sieht halt einfach, der KV-1B, der hält einfach so viel aus. Die Kanone ist nicht so gut. Aber wie man sieht, er kommt auch beim KV-1 durch den Fahrerschlitz durch. Auch leicht angewinkelt. Schon wieder KV-1. Ah, ja doch. Diesmal wenigstens kein One-Shot, immerhin, ne? Das wäre ja sehr, sehr erschütternd. Aber jetzt, ja, 3 KV-1 rausgenommen. Nicht schlecht. Aber das geht wahrscheinlich auch wirklich nur im direkten Nahkampf, wenn sie, glaube ich, ein bisschen weiter wegstehen.
wird es ein bisschen lustig, wenn sich zwei KV-1 da begegnen. Weil er hat doch hier nur 86 mm maximal. Und es ist ja doch auf 4-0 noch okay. Ja genau, der T-34 hat jetzt ein paar Probleme. Da kommt ein zweiter T-34, der was haben möchte. Ja, hallo? So. Schon 8 Kills, sehr schön. Die Runde erinnert mich eigentlich mal ganz gut an meine Runden. Ja, die Matilda, kein Problem. Einfach alles weg. Oh. Der T-34 hat hinten reingeschossen. Der andere T-34 ist weg. Ja, hallo, also. Ja, also mit dem KV-1B laufen die meisten Runden eigentlich so ab. Man wird überall angeschossen, man hält extrem viel aus. Und die meisten Gegner schießt man sogar mit dem ersten Schuss raus. Schon wieder ein T-34. Ja, das geht dahin, ne? 11 Kills schon, eine Abschusshilfe. Und noch nicht mal 7 Minuten vorbei. Sehr schön. Ja, sieht ein bisschen gelb aus. Da ist noch ein T-50. Den sieht er nicht, da ist noch eine Flak. Gut, der T-50 muss jetzt glaube ich weg sein. Da kommt noch ein Cromwell. Da hinten ist noch die Flak. Oh, dass er den gesehen hat. Respekt, Respekt. War jetzt nicht leicht, den da hinten zu sehen. Rechts noch der Cromwell. Der dürfte aber Probleme haben. Der T-34. Ja, der Cromwell, der müsste doch gleich vor seine Lunde fahren. Gut, der T-34 ist weg. Da ist noch ein Cromwell. Und ihr seht halt einfach, ne, der KV-1B, der ist halt einfach saustark. Die ganzen Panzer auf dem Tier kommen einfach nicht durch und darum verstehe ich gar jetzt schon auch nicht, wieso sie den von 4-3 auf 4-0 noch gesenkt haben. Ne? Das hat mir überhaupt keine Probleme mehr. Kann ich immer noch nicht nachvollziehen. Also mich hat es ja gefreut als KV-1B-Spieler, aber mir tun halt eher die anderen Leute leid. Weil da kommen wirklich nur ein paar ausgewählte Kanonen durch auf dem Tier. Genau, vielleicht wird es ja der 14. Kill. Nein! Der hinter ihm hat ihn genommen. Genau, der Deutsche da hinten. Die Stuck. Sauerei, ne? Ja, 13 Abschüsse schon, 2 Abschusshilfen. Das läuft doch richtig gut, die Runde. Da bekomme ich auch gleich wieder richtig Lust, mein KV-1B auszupacken. Zack, 14 Kills. Den BT-7 holt er sich vielleicht auch noch. Und es sieht auch ganz stark nach einem Sieg aus. Und die Gegner kommen einfach nacheinander. 15 Kills. Ja. Eine actiongeladene Runde. Richtig cool. 15 Abschüsse schon. Mal schauen, ob jetzt noch der 16. dazu kommt. Aber ich glaube eher nicht. Und dann bedanke ich mich hiermit einfach mal für die eingereichte Runde. War richtig cool. Und ich hoffe einfach mal, dass du in Zukunft noch mehr Replays schicken wirst. Und dann bedanke ich mich auch für euch, mich bei euch, dass ihr zugeschaut habt. Und dann sieht man sich hoffentlich auch wieder bei der nächsten Runde. Ciao!